Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich dir gerne die Nachricht, die für dich ist, wieder mal mit auf den Weg geben. Wie ihr seht, bin ich heute zu Hause. Das heißt, ich werde heute von drinne dieses Video aufzeichnen, diese Nachricht, die für dich ist, weil wir haben 40 Grad draußen in der prallen Sonne. Es ist mega heiß und ich habe mich dazu entschlossen, heute von hier drinne aufzunehmen, weil wir haben hier eine Klimaanlage und es ist einfach wirklich angenehmer, dir diese Nachricht wirklich heute von zu Hause auszugeben. Was möchten dir heute die Karten sagen? Wir wollen mal schauen, worum geht es im heutigen Thema? Also, wundervoll. Selbstwertgefühl, schaut mal. Das ist bemerkenswert. Selbstwertgefühl. Also Selbstwertgefühl bedeutet, schenkt den Menschen wirklich ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr Zuversicht. Glauben, ja. Die glauben, dass etwas erfolgreich wird. Ja, und die Fähigkeit, auch Dinge positiv zu sehen. Ja, dieses Selbstwertgefühl auch für dich selber, dich selbst wertzuschätzen, dich selbst anzunehmen, dich selbst und andere zu akzeptieren und zu lieben. Es ist ganz wichtig, wenn man hier von Selbstwertgefühl redet, dass man auch anfängt, Ziele und Grenzen neu zu setzen. Sich nicht von etwas gehen und oder ja, nicht von etwas gehen zu lassen oder na, wie soll ich das erklären? Nicht etwas gehen zu lassen, sondern dass man einfach eine Grenze zieht und nicht zuzulassen, dass man sich selber verachtet, dass man andere Menschen verachtet, ja. Man darf gewisse Grenzen einfach nicht überschreiten, man darf sich selber nicht manipulieren. Also dieses Selbstwertgefühl-Wort ist heute für mich ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, weil Selbstwertgefühl sollten wir alle haben. Selbstachtung, ja, Selbstliebe, Eigenlieben, wirklich den Glauben zu haben, dass Dinge positiv werden. Zuversichtlich sein, ja, an seine Fähigkeiten zu glauben, an seine Abilitäten zu glauben, an den Erfolg, dass Dinge wirklich positiv werden, aber auch Grenzen zu überschreiten manchmal, dass man anderen Leuten aber auch nicht den Freiraum gibt, dich zu verletzen, ja, dich zu verachten, dich zu manipulieren. Ganz wichtig, wende, es ist wichtig, dass wir alle diesen Respekt, der in uns drin ist. Also Selbstwertgefühl sollte man ja eigentlich meinen, dass es ein Wort ist, das total einfach zu erklären ist. Ist es eigentlich in der Regel auch. Aber alle, die ihr mich kennt, ihr wisst, ich versuche immer andere Beispiele noch herauszuhauen, damit ihr das auch wirklich annehmt. Und hier geht es wirklich darum, dass du dich selbst achtest. Ja, wenn du dich selbst schätzt, wirst du zu einem freundlichen, offenen Menschen. Du fühlst dich nicht nur leichter, ja, sondern befreiter. Du fühlst dich nicht nur leichter angegriffen, sondern du kannst schneller verzeihen. Was möchte ich dir damit sagen? Alle, die die Eigenliebe haben, die Selbstwertgefühl haben, ja, die wirklich zu einem positiven Menschen mutieren, die wirklich zu einem positiven Menschen reifen, die lernen, sich nicht immer angegriffen zu fühlen, die lernen, einfach offener zu werden, die lernen, wirklich schneller zu verzeihen. Ihr wisst alle, die ihr mich kennt, ich sage immer, verzeihe anderen, was sie bewusst oder unbewusst dir angetan haben. Verzeihe dir auch selber, was du dir bewusst oder unbewusst angetan hast oder anderen angetan hast, ja. Erinnere dich wirklich daran, was in deinem Leben wirklich jemals gewesen ist, wo du angefangen hast oder anfangen musstest, Menschen zu verzeihen, wo du dir selber verzeihen musst, wo du selber dein bester Freund, deine beste Freundin sein musstest oder musst, ja, wo du mit Sympathie, Liebe, wirklich Harmonie anderen Menschen und dir gegenüber selbstbewusst und selbstwert zu achten, ja, zeige wirklich Rückgrat. Zeige wirklich Harmonie, zeige Verständnis, zeige Selbstachtung, zeige Disziplin, zeige, wer in dir steckt. Dein wahres Selbstwertgefühl besitzt du wirklich, wenn du anfängst, auch deine Aura, ja, in einem goldenen Licht zu umgeben. Wenn du andere Menschen auch umschließt, wenn du nicht nur an dich denkst, sondern auch an andere Menschen denkst, ja. Aber Selbstwertgefühl möchten wir hier heute echt an deine Lebenslage anpassen. Alena, was redest du heute? Heute rede ich davon, dass wirklich es wichtig ist, dass wir alle begreifen, wie wichtig es ist, großzügig zu sein mit uns selber, mehr Verständnis mit uns selber zu haben, uns selber mehr zu achten, uns selber mehr zu lieben, uns selber mehr zu pflegen. Nicht nur körperlich zu pflegen, dass wir sagen, so mit einer Dusche, mit einem Bad, nein, sondern unser Inneres zu pflegen, unsere Emotionen zu pflegen, unsere Seele zu pflegen, ja, unser ganzes Sein zu pflegen. Bittet auch wirklich die Engel um Hilfe. Bittet vor allen Dingen Erzengel Uriel um Hilfe. Erzengel Uriel ist der Engel, der Erzengel wirklich, der mit einem rubinroten Lichtstrahl arbeitet, mit der rubinroten goldenen Energie. Ja, warum? Es handelt sich hier um Spiritualität, um Weisheit. Erzengel Uriel ist wirklich ein Segen für dich. Ein Segen, warum? Weil er dir Ruhe, Gelassenheit, Liebe, inneren Frieden, Selbstachtung, ja,
wirklich Klarheit bringt, wunderschöne Qualitäten, die wir Menschen wirklich in uns drinne haben, erwacht Erzengel Uriel in dir. Sage dir immer wieder positive Affirmationen. Ich bin selbstbewusst. Ich bin ein selbstbewusster, offener Mensch. Ich bin mit allen Menschen eins, in Gelassenheit und innerem Frieden. Ich bin dankbar für den Mensch, der ich bin. Ich bin dankbar für jeden neuen Tag. Sage dir wirklich jeden Tag positive Affirmationen, die du zu deinem Eigen machst. Was dich beschäftigt, was dich bedrückt, was dich wirklich nach vorne treibt. Alle Energien, die für dich wichtig sind, hau sie raus. Ja? Du bist ein Mensch, der wirklich wie der Phönix aus der Asche erwachen kann. Du kannst immer wieder auf den Beinen stehen und immer und immer und immer wieder. Du gibst nicht auf. Du bist ein Mensch, der gerade dabei ist, diesen Lebenswandel zu erkennen. Ja, dich selber zu finden, dich selber zu erden, dich selbst zu ergründen. Gebe nicht auf, vor keinem neuen Beginn. Ja? Fürchte dich vor keinem Neubeginn. Keine Situation kann so schwer sein, kein Ballast ist so groß oder so schwer, als dass du das nicht meistern könntest. Vertraue auf deine Intuition. Ja, sei gnädig zu dir, habe Dankbarkeit, habe Liebe, habe Verständnis, habe Zuversicht, habe wirklich Treue zu dir selber. Denk dran, alles in deinem Leben geschieht immer nach Gottes Plan. Wenn du ein Mensch bist, der sich wirklich aufopfern für andere einsetzt, ja, oder für dich selber, der wirklich nach den Regeln des Lebens spielt, wirst du dieses früher oder später zurückbekommen. Wenn du ein Mensch bist, der immer Groll hegt, ja, der Intrigen schmiedet, der sehr negativ ist, der immer ein Aber findet und immer wieder ein neues Aber und immer wieder ein neues Aber, der einfach nicht mit Klarheit sehen möchte, wirst du nicht fortschreiten. Wirst du nicht das kriegen, was du möchtest. Du wirst das bekommen, was du verdienst. Aber denk dran, es ist nicht immer was Positives. Also, was müssen wir hier beachten? Wir müssen einfach beachten, dass man anfängt, sich wirklich selbst zu respektieren. Sich selbst verantwortlich zu machen für sein Handeln und für sein Geschehen. Dass man sich selbst verantwortlich macht für die Entscheidungen, die man trifft. Ja? Dass man wirklich Eigenverantwortung übernimmt für alle Denkweisen, für alle konstruktiven Ideen, für alle negativen Sachen, die man gemacht hat. Dass du einfach lernst, Verantwortung für dein Leben, für deine Gedanken zu machen, für deine Emotionen. Dass du dich manchmal auch selber rügst. Dass du dich manchmal auch selber tadeln musst. Warum? Damit du aufwachst. Damit du disziplinierter wirst. Damit du dich verteidigst, ja? Damit du dich auch vor anderen Menschen verteidigst, vor dich selber auch verteidigst. Dass du lernst, wirklich dir Limits zu setzen. Dass du menschlicher wirst. Geh in diese Dankbarkeit, in diese Liebe, in diese Geborgenheit, in diese Zuversicht, ja? In diese Selbsterkenntnis, in diese Selbstachtung, in dieses Wohlwollen. Spiel nicht mit dem Feuer. Spiel nicht mit dem Feuer. Wenn du dir die Finger anfängst zu verbrennen, ja, wirst du sehen, woran du gescheitert bist. Spiele nicht mit dem Feuer, nicht in der Liebe, nicht in der Emotion mit dir selber, nicht in der Familie. Sei einfach wirklich ein positiv eingestimmter Mensch. Wenn du alleine nicht kannst, bitte auch weiterhin um Hilfe. Hier ist aber wirklich wichtig, dass du anfängst, großzügig zu werden. Großzügigkeit ist das Geschenk des Universums, Leute. Vergesst das nicht. Wenn du großzügig mit dir bist, wirst du so viele Bereicherungen erfahren. Du wirst so positive Dinge zurückbekommen. Aber du musst es einfach nur wagen. Alena, ich bin in einer schweren Erkrankung. Wie kann ich positiv denken? Indem du es versuchst. Indem du dir verzeihst. Indem du anderen verzeihst, die dich dazu getrieben haben, deine emotionalen Erkrankungen vorzuschreiben. Damit du auch körperlich halt erkrankt worden bist, wodurch du halt körperlich erkrankt worden bist, ja? Du musst einfach lernen, diesen ganzen Dreck aus dir herauszupusten, deine Schattenseiten herauszupusten, anfangen positiv zu denken, an das Gute zu glauben, ja? Denke an Sonnenblumen, an Meer, an Reisen, an Freiheit, atme mit jedem Atemzug wirklich so Freiheit ein. Alleine, das hört sich einfach an. Ja, es ist auch einfach. Sobald du dich entschieden hast, den ersten Schritt zu tun, ja, wird es einfach, Engel. Der erste Schritt ist der schwerste, definitiv. Es gibt Leute, die seid in einer Dreiecksbeziehung, ja, wo ihr euch nicht traut, euch zu trennen. Ihr habt Angst, loszulassen. Warum? Weil ihr nicht alleine sein wollt, weil ihr euch nicht selber achtet, weil ihr nicht diszipliniert seid, weil ihr euch abhängig von irgendeinem Menschen gemacht habt, das nicht sein darf und nicht sein muss. Aber die Entscheidungen trefft ihr ganz alleine. Es ist wichtig, dass ihr wirklich auch auf der Arbeit glücklich seid, diszipliniert seid, dass ihr die Regeln des Lebens befolgt, ja? Dass du wirklich anfängst, nach vorne zu schreiten. Ich bin ein selbstbewusster, wertvoller Mensch. Ich liebe mich und achte mich selber. Ich mache alles zum Wohlwollen der anderen und für mich. Ganz wichtig, lerne wirklich wie der Prinz des Regenbogens zu sein, durchsetzungsfähig, ja, ausdauernd, wirklich, dass du nicht auf halbem Wege anfängst zu schwächeln. Wenn du merkst, dass die Sachen nicht so verlaufen, wie du möchtest, schreite nach vorne.
Habe keine Angst, trete nicht den Rückzug an, schreite nach vorne. Es ist ganz wichtig, dass du wirklich erkennst, dass das Leben dir so viele tolle Sachen schenkt. Das Universum ist da, um dir zur Seite zu stehen. Gott ist da, um dir zur Seite zu stehen. Ja? Es ist wichtig, dass du begreifst, dass alles geregelt werden kann, wenn du großzügig, liebevoll, ja, wenn du anfängst, dieses Christuslicht, was in dir ist, mit anderen zu teilen, aber erstmal mit dir. Lass diese ganze Energie, die in dir ist, fließen. Negative Sachen, hol sie raus. Es ist die Zeit zu erkennen, dass du Sachen ändern musst. Es ist die Zeit zu erkennen, dass du auf dich vertrauen musst. Es ist die Zeit zu erkennen, dass du dein Selbstwertgefühl, deine Selbstachtung, deine Selbsteinschätzung, ja, wirklich nach vorne treibst und anfängst zu leben. Restauriere dich neu. Glaube an Gott. Glaube an, dass alles gut wird. Sei dir bewusst von deinen Fehlern. Sei dir bewusst von deinen guten Eigenschaften, ja. Vertraue auch in Gebeten auf Gott. Wenn du sehr spirituell bist, wenn du sehr gläubig bist, vertraue auf die Gebete, die du nach Gott schickst, zu Gott schickst, zum Universum. Bitte auch die Engel um Hilfe. Ja, ordne dein komplettes Inneres. Sei dankbar für jeden Atemzug. Sei dankbar für alles, was du hast. Bist du in einer Trennung, sei dankbar, dass diese Beziehung sich aufgelöst hat, damit du dich befreien kannst. Damit dein Ex-Partner, dein Partner merkt, was er verloren hat. Damit du anfängst, dich selbst zu achten, dich selbst zu lieben und dich selbst nach vorne zu schreiten. Nur wenn du dich selbst achtest, nur wenn du wirklich weißt, was Liebe für dich selber ist, können dich andere Menschen auch lieben und akzeptieren. Akzeptiere dich so, wie du bist, aber gebe immer die beste Version von dir. Warum? Damit du dem Leben entgegentreten kannst. Mit Freude, mit Harmonie, mit Sympathie, mit Lächeln, mit wirklich allen Positiven. Ich bin ein glücklicher, ausgeglichener Mensch. Ich mache alles zum Wohl der anderen und zu meinem Wohlen. Ich bin ein selbstbewusster, wertvoller Mensch. Ich bin gelassen und in Frieden mit mir selber. Ja? Diese Nachricht, die heute für dich ist, fand ich ganz, ganz toll. Bitte verzeiht, wenn ich am Anfang ein paar Schwierigkeiten hatte, dieses Selbstwertgefühl zu erklären, weil es ist einfach so, dass ich manchmal so viele Worte in meinem Kopf habe und die einfachsten Dinge manchmal so schwer erklären kann. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Danke für deine Likes. Danke, dass du meinen Kanal abonnierst. Danke wirklich für die zahlreichen Kommentare. Danke, dass du das Glöckchen drückst. Und denk dran, meine Videos haben kein Verfallsdatum. Immer wenn deine Intuition dich zu mir führt, zu Alaina, ist genau der richtige Zeitpunkt, um diese Nachricht zu hören. Ich danke dir. Wir hören uns bald wieder. Bis morgen. Bye. Und denk dran, für eine private Legung, schreib mich zu jeder Zeit per WhatsApp an. Ich bin immer gewillt, dir privat zu helfen. Ja? Dankeschön. Bye.